Hallo und herzlich willkommen zurück zu Palia. Ja, wir haben noch einiges zu tun. Und zwar sollen wir erstmal Briefe lesen. Jetzt bin ich mir aber gerade nicht so sicher. Wo wir denn da überhaupt hin müssen? Moment. Lies sie und sage ihm, welche er schicken soll. Ich habe aber doch jetzt keinen Inventar drin. Das ist was ganz anderes. Das ist das mit der Wunschliste. Ich habe keinen im Inventar. Das heißt, ich werde jetzt erstmal. Ich hoffe, ich bin jetzt hier richtig. Ich werde jetzt erstmal zurück zum Dörfchen gehen. Und ich meine, er schläft über dem Gasthaus, wenn ich mich richtig erinnere. Jetzt weiß ich aber nicht, ob ich überhaupt schon die Möglichkeit habe, da irgendwo. Doch, er hat mir, glaube ich, den Schlüssel in der letzten Folge gegeben, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich versuche es einfach mal. Ich gehe mal hier rein. Oh. I Halt, warte. always have time for my constituents. Ja. Einmal plaudern. Zack. Dann mit dir könnten wir noch mal kurz plaudern, weil der Tag ist ja noch nicht vorbei. Next time you slay a monster. Ja, danke schön. Er ist nicht mehr da, aber er ist noch da. Was uns aber auch nicht weiterbringt, weil wir sollen ja den Brief lesen. Ach, hier ist es sogar offen. Dann ist das vermutlich nicht sein Zimmer, nehme ich mal an. Kann man hier denn noch irgendwas holen? Ich glaube, wenn, waren wir da schon mal drin, ne? Das müsste sein Zimmer sein. Das ist abgeschlossen. Ja, er hat auf jeden Fall das schönste und größte Zimmer, was es hier gibt. Sehr cool. Und noch was zum Lesen. Die Sernuk-Nudelsuppe. Ja, sehr schön. Da mache ich mir mal eben ganz schnell einen Screenshot von. Um Sernuk-Nudelsuppe zuzubereiten, mischen Sie zu gleichen Teilen frisches Sernuk-Fleisch, Nudeln, gehackte Karotten, gehackte Zwiebeln und Gewürzsprossen. Kräftig umrühren. Ich kann einfach nicht mehr sprechen heute. Wundert euch nicht, wenn das Bild kurz mal flackert, weil ich muss auch hiervon mal kurz einen Screenshot machen, weil ich das ja alles bei mir im Blog hochladen möchte. Hier ist auch noch was zum. Ah, das sind die beiden Briefe, genau. Nuro. Seitdem deine Mutter gestorben ist, habe ich hier im Gasthaus alleine ziemlich zu kämpfen. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen und wünschte, du wärst hier. Deine Mutter wollte nichts sehnlicher, als dass wir beiden uns aussöhnen. Bitte schreib mir zurück. Nur dieses eine Mal. Ihr zuliebe. Mach nicht den gleichen Fehler wie ich und vergiss deine Familie nicht. Papa. Nuro, es fällt mir schwer, es zuzugeben, aber ich habe mich geirrt. Ich hätte nicht versuchen sollen, sie davon abzubringen, den Weg unserer Familie im Militärdienst fortzusetzen. Es ist nur, ich lasse sie mich als Helden sehen, aber die Wahrheit ist genau das Gegenteil. Ich habe im Namen der Ehre einige Dinge getan, die alles andere als ehrenhaft waren, und ich wollte ihnen das gleiche Schicksal ersparen. Bitte schreiben Sie mir zurück, und wir werden die Angelegenheit weiter besprechen. Papa. Ich weiß nicht, warum der seinen Sohn siezt, aber den ersten Brief fand ich definitiv besser. Der ist viel freundlicher, viel persönlicher geschrieben. So, ist das hier? Da kommt man nicht rum. Ah, ist auch ein schöner Altar hier. Ich bin ganz ehrlich. Ja, ich weiß, ihr werdet mich dafür jetzt wieder hassen. Kann man das irgendwie. Und ich mache das einmal von hier aus. Und dann mache ich das einmal von hier aus. So. So, das sind Dinge, die muss man doch irgendwie festhalten. Das sieht einfach nur schön aus. Auch wenn es natürlich einen traurigen Hintergrund hat, klar. Aber es sieht trotzdem einfach schön aus. Wie komme ich denn da jetzt wieder runter? Hä? Hä? Ach, hier war die Treppe. Oh, ich dachte gerade schon. Everything Leute, going well? macht sowas doch nicht mit mir. Ich habe die Briefe gelesen. Und, wie fandest du es? Du scheinst in einer schwierigen Situation zu sein. Das bin ich in der Tat.
Mein Sohn Nuro und ich haben seit Jahren kein Wort mehr miteinander gewechselt. Er hat sich dazu entschlossen, den Weg meiner Familie einzuschlagen und zum Militär zu gehen. Und ich habe das nicht unterstützt. Ich habe überreagiert und ihn verschreckt, aber das ist jetzt viele Jahre her und mittlerweile bereue ich das Ganze. Ich habe versucht, einen Weg zu finden, ihm zu sagen, dass ich ihn wieder in mein Leben haben möchte. Also habe ich zwei Briefe geschrieben. In einem übernehme ich die Verantwortung für mein Handeln, im anderen erzähle ich ihm, wie viel es seiner Mutter bedeutet hätte, wenn wir uns versöhnen. Die Frage, welchen ich schicken soll, quält mich. Ich persönlich fand den ersten Brief besser. Indem er seine Fehler zugibt, das ist natürlich auch sehr, sehr gut und würde wahrscheinlich beim Sohn auch besser ankommen. Ich denke, das zweite ist wahrscheinlich die bessere Variante, aber ich persönlich fand den als erstes mega ansprechend, deswegen... Es stimmt, der Junge stand seiner Mutter sehr nah. Ich denke, er wird mir zurückschreiben, wenn ich anspreche, wie viel es Sabine bedeutet hätte. Ja, das hoffen wir mal, sonst habe ich dir nämlich gerade was Falsches, was Falsches geraten und das möchte ich natürlich nicht. Jetzt machen wir mal den Schieb hier raus. Macht doch nicht immer das da rein, was ihr wollt. So, Wunsch nach einer Schriftrolle. Dann müsste der aber noch wach sein, wobei der ja gerne mal im Mondschein spazieren geht, aber natürlich ist er am Schlafen. Moment, da muss ich mal kurz gucken. Er ist auf Level 2. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dann mit ihm reden kann. Ich glaube, erst ab Level 3 konnte ich durch die Tür sprechen. Ich versuche es aber trotzdem mal eben. Es ist immer so ein bisschen blöd. Er zeigt mir noch nicht mal an, wie lange das, also wie weit das noch bis dahin ist. Na toll. System, du bist heute wieder sehr nett zu mir. Das war das Haus, ne? Hallöchen. Ach doch, bei ihm, glaube ich, haben wir schon mal durch die Tür gesprochen, ne? Beautiful day. Ja, ja, ja. Einmal kurz mit ihm plaudern. Zack. Ist das deins? Nein, nein, natürlich nicht. Das ist ein einfacher Wunschbrief. Als ein Mensch solltest du mit diesen Dingen vertraut sein. Alle Magiri wurden von Drachen erschaffen. Greatly ist er. Okay. Ja, ich würde sagen, das ist eine gute Idee. But I have only the generation not here before. So, das ist also ein Wunschbrief. Soll ich nochmal fragen? Vor hunderten von Jahren hat der Drache direkt gesprochen. Naja, gut, er existiert ja offenbar nicht mehr, ne? Es sind ja überall nur noch die Drachenstatuen zu finden. Naja, ach so, nee, ich glaube, das meinte er anders, weil er meinte, heutzutage spricht er nicht mehr. Vielleicht meinte er dann eher so im Gedanken oder wenn man zu diesen Statuen hingeht oder so. Also muss man einen Zernuk jagen, okay. Ja, ja, er kann das nicht, das ist mir so klar. Ja gut, er ist ja auch Vegetarier? Veganer? Nee, Veganer, glaube ich, war er, ne? Hatte er mal gesagt, dass er kein Tierfleisch isst und nichts. Okay. Willst du mein Sheep sein? Nein, das kann ich ihn nicht fragen, weil das noch zu klein ist. Na gut, okay. Gib Najuma das Zernuk-Fleisch. Ich hab Zernuk-Fleisch? Das ist Chapar-Fleisch, klein gehackt. Ja. Ich
bin mir jetzt gerade nicht sicher. Vor allen Dingen, wieso ist jetzt ein Haken bei ihm eigentlich dran? Wo ist er denn jetzt? Jetzt ist er weg. Hä? Also es wird mir jetzt ein Haken angezeigt, aber gleichzeitig ist er weg irgendwie. Das ist nicht mal auf der Karte drauf. Also jetzt hört hier aber auch alles auf. Moment, wir nehmen jetzt hier mal eine kleine Abkürzung. Ich gehe mal davon aus, dass die zu Hause ist. Die Frage ist jetzt nur, wie weit habe ich die hochgelevelt? Kann ich schon mit der reden oder kann ich noch nicht mit ihr reden? Ich befürchte nämlich ehrlich gesagt, dass ich noch nicht mit ihr reden kann, wenn sie am Schlafen ist, beziehungsweise noch zu Hause ist. Und die andere Sache ist das Ganze jetzt wieder verbuggt oder nicht? Das heißt, muss ich mich dann wieder ausloggen und wieder einloggen und den ganzen Weg bis dahin laufen? Oder muss ich das nicht? Weil das Problem ist ja immer, wenn man sich ausloggt und einloggt, kommt man ja immer wieder zurück in sein Zuhause. Und das ist tierisch nervig. Ich hätte es lieber, wenn ich dann dahin komme, wo ich mich auslogge. Gerade wenn da so Bugs sind. Gerade wenn da halt so viele Bugs sind, wäre das natürlich definitiv besser. Lass mich raten, sie geht jetzt schlafen. Und ich werde das dann vorher nicht mehr schaffen. Und dann kann ich wahrscheinlich auch wieder nicht mit ihr reden, so wie ich... Geh doch mal weg hier. So wie ich mein Glück kenne. Das wollte ich sagen. Oder ist die jetzt irgendwie nachts am Arbeiten, weil die scheint in der Hütte zu sein, oder? Vater ist am Schlafen und die Tochter ist hier irgendwie in der Hütte am Arbeiten. Nachts um 2 Uhr. Okay, kein Thema. Hi. Hi. Ich habe dir das Sanuk-Fleisch besorgt. Wow, genau das wollte ich haben. Danke dir. Cheyenne meint, der Drache würde Wünsche erfüllen, aber du hast das letztlich gemacht. Also denke ich mir, eigentlich ist es doch egal, ob es der Drache macht oder unsere Nachbarn, oder? Ich muss mich jetzt jedenfalls ums Abendessen kümmern. Danke dir. Ja, Abendessen nachts um 2. Wieso auch nicht? Ich meine, da bin ich auch immer am Essen, ne? In Klammern nicht. Ja, wenn wir jetzt aber schon mal hier sind, aber das ist auch wieder blöd, ne? Moment, jetzt bin ich ein bisschen doof gelaufen gerade. So. Wir gehen jetzt erstmal zu Cheyenne zurück. Der war zwar am Schlafen, aber wir können ja trotzdem mit ihm sprechen. So, hier war der Ausgang. Jetzt habe ich 2 von 4 ungewöhnliche Käfer. So. Dann schauen wir mal. Also, er scheint jetzt aber wieder wach zu sein. Hat sich nur kurz hingelegt und dann Stunden später ist er wieder aufgestanden. Hat nur ein kleines Nickerchen gemacht, so wie es aussieht. Dann können wir das nämlich auf jeden Fall heute noch abschließen. Und dann würde ich gerne noch die Sache mit den, mit den Briefen machen. Weil der ja eben, nicht ein Ausrufezeichen, Häkchen dran war. Würde ich gerne gucken, ob wir da jetzt noch irgendwas machen können. Also ob wir da jetzt schon mit ihm sprechen können und nachfragen können, ob der sich gemeldet hat oder ähnliches. Okay, einfach da hochkommen. Ach, da läuft er. Hui. Shane. Sie bedankt sich für das Fleisch. Das macht ihn glücklich und ich hoffe, er hofft, dass es mich auch glücklich macht. Und erzählt jetzt hier irgendwas von den Lehren des Drachen. Ah, sehr schön. Oh, 10 Ansehen sogar. Sehr schön. Ja, 5 bekommt man, glaube ich, nur durchs Reden und 10 für eine Quest, kann das sein? Ich bin mir nicht sicher. Jetzt ist dieses blöde Ding hier schon wieder drin, was ich hier 1000 Mal schon weggemacht habe. So, das war abgeschlossen. Das war ja das, was wir gerade gemacht haben. Was ich aber nicht verstehe. Er hatte doch gerade noch ein Häkchen dran. Jetzt hat er wieder kein Häkchen mehr dran. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Jetzt verstehe ich wirklich nichts mehr. Wollt ihr mich denn hier alle veräppeln oder was? So, dann geht...
Moment, war da gerade ein Ausrufezeichen? Achso, das war Tisch, okay. Nein, wir gehen jetzt erstmal zu Gina, weil ich möchte nämlich wissen, was es damit auf sich hat. Weil Gina hat ja eigentlich alles, was jetzt so die Hauptquest und so betrifft. Und es wäre schön, wenn wir da auch nochmal in der Richtung ein bisschen weitermachen könnten. Nur wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo ich den Schlüssel überhaupt her habe. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich den beim Umgraben im Garten bekommen habe, Fragezeichen. Kann es mir aber gleichzeitig auch wieder nicht vorstellen, weil ich da noch nie einen Schlüssel bekommen habe. Es kann natürlich sein, dass der vielleicht in... Nee, in der Truhe kann aber auch nicht drin gewesen sein, weil sonst wäre mir das früher aufgefallen. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo ich den her habe. Ich muss mir echt mal die Aufnahmen angucken, ob ich da irgendwo was sehen kann, dass das plötzlich aufplüppt. So. Gina, Moment. Wir reden erstmal kurz mit Thekla. So, dann bist du auch nochmal ein bisschen gelevelt. Gina, kann ich helfen? Was ist das für ein Ding hier? Maybe we should take... Was? Vielleicht sollten wir das... Ach so, außerhalb des Dorfes bringen. Am besten jetzt. Didn't try using this on any doors. Noch nicht. Warum? Ein... Unstable Unlocker. Was ist das denn? In simpler Term eine magische Bombe. Ich bete, dass ich sie entschärfen kann. Genau. Oder ich hätte ihn direkt auf den Boden fallen lassen können. ich soll den entschärfen. Ach nee, no need for that. Ich sollte auch richtig lesen. It's a type of security. Okay, also wenn man... Man kann damit die falsche Tür öffnen, was auch immer das heißen mag. Kablooley, was soll das denn sein? Komplett illegal, okay. Warum müssen die mir die Sachen immer alle wegnehmen? Also sie sagt jetzt, sie möchte das irgendwo hin tun, wo es sicherer ist und es nicht bei mir belassen. Vielen Dank aber auch. Als ob ich dir trauen könnte, Gina. Ich kenne dich ja gar nicht richtig. Ja, sie hatte eigentlich gehofft, dass sie mir das auf einen schöneren Weg sagen kann. Das ist ja ganz toll. Find out more about. Also, wenn ich ihr helfen möchte, dann soll ich ihr mehr Informationen quasi über den vorherigen Inhaber bringen. Ich soll mich mal im Dorf umhören. Ach so, mit Your Plot meint die wahrscheinlich mein Haus, oder? Ich soll mich mal umhören über einen Kerl, der dort gelebt hat, wo ich jetzt gelebt, also wo ich jetzt lebe. Der hieß wohl Florenzio oder irgendwas in der Richtung. Okay, dann können wir jetzt nochmal mit ihr plaudern. Man erkennt es daran, dass es auf normalem Deutsch geschrieben ist und nicht auf Englisch. Gut, im Dorf sollen wir uns mal ein bisschen umhören. Das ist in Ordnung, weil bis wir dann endlich mal da angekommen sind, sind sie bestimmt auch alle aufgestanden. Aus dem Weg hier, es sei denn, ihr wollt zu Fell werden, ja. War das jetzt eine Drohung? Ich weiß es nicht. Oh. Das ist aber schon eine größere. Die nehmen wir mal mit, weil Kupfer brauche ich ja auch nochmal. Ich muss mir ja meine Reparatursachen endlich mal herstellen können. Oh, sehr schön. Ehrlich gesagt kriege ich das nie mit, wenn da irgendwelche Herausforderungen dieser Art sind, weil ich da nie drauf achte. Aber es ist schön... Wenn man die dann trotzdem auch macht. So, das nehmen wir natürlich auch mal eben schnell mit. Und dann gucken wir mal, wer im Dorf jetzt gerade noch wach ist. Ah, halt. Was stehst du denn hier so rum? Moment. Erstmal mit ihm plaudern. Zack. Dann fragen wir ihm wegen dem Housing-Plot. Ich will nicht wissen, was meine Lieblingssuppe ist.
Er kann sich auf jeden Fall auch nicht erinnern. Okay. Na gut. Also gut ist es nicht, aber... Was soll ich machen? Was war das? Hallo? Was war das Ding gerade? War doch gerade irgendwas, wo ich da vorbeigelaufen bin. So, der ist noch nicht da. Auch jetzt sind die alle noch nicht da, ne? Das sind alle so Spätaufsteher. Ich meine, hallo, 6 Uhr morgens bin ich schon lange wach. Gut, mein Wecker klingelt um 5 vor 6, muss ich dazu sagen. Also schon lange wach ist vielleicht etwas übertrieben. Dann nehmen wir nochmal etwas Mehl mit, damit wir wieder einen Glückskeks erhalten. Ist hier irgendjemand im Dörfchen überhaupt schon wach? Auni, Moment, Auni. Ach da. Hi. Oh boy, I am so glad to see you. Ich kann nur mit dir plaudern, du kannst dich nicht dran erinnern. Okay. Take me on your next adventure. Na gut. Dann die Tussi hier von der Bibliothek. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Die ist auch da. Vielleicht könnte die was wissen. Be quiet. So, einmal mit dir plaudern. Zack. Und wer hat in meinem Haus gewohnt? Florentine. Warum fragst du nicht Luise? Aha. Next time. Es war Luises Freund. Halt, stopp, da oben. Ja, es war Eloise, aber... Oh, manchmal denke ich, dass die hier neue Chars eingebaut haben. Und das schreckt mich hier total, wenn hier irgendwelche Spieler entlanglaufen. Die Kostüme sehen ja manchmal echt komisch aus. Das allergeilste Kostüm und damit auch das einzige, was wirklich schön war, ist dieses eine Kostüm. Ich glaube, das habe ich gar nicht aufgenommen. Da ist so ein Kostüm in Lila, sieht das hammergeil aus. Da sieht man so ein bisschen aus wie so ein, wie so eine Libelle. Aber wie eine Libelle in Unterwäsche. Und irgendwie passt das überhaupt nicht zusammen. Also wenn ihr jetzt ein Röckchen anhätte oder so und kurze Sachen, wird das richtig gut aussehen. Aber mit Unterwäsche, es sieht irgendwie etwas seltsam aus. Wer hat in meinem... Ich habe eine magische Bombe gefunden. Das sollte ich vielleicht nicht unbedingt sagen. Wer hat in meinem Haus gewohnt? Ach, dann habe ich das doch... Ach, ich bin so blöd. Das wisst ihr schon, ich weiß. Ich habe das bestimmt ausgebuddelt. Weil wenn die natürlich die ganze Zeit davon reden, frag doch mal über die Person nach, die in dein Haus gewohnt hat. Logisch, dann kann ich das ja nur ausgebuddelt haben. Also wenn ich das Beet vorbereitet habe. Oh, Florentine. Die haben über viele Theorien diskutiert. Was? Achso, wenn ich Florentine gekannt hätte und ich habe sie gekannt, dann hast du wahrscheinlich ihren Unstable Unlocker gefunden. Ja, ja. He used to show me all sorts of magic items, many of which did not work. Ja, und was ist mit dem? Hat der funktioniert oder nicht? I'm sure the key is probably... Not going to explode. Ja, das will ich mal nicht hoffen, ne? Gib ihn einfach mir. Ich glaube nicht, dass Gina mich lassen würde. Ja, ich habe ihn ja gar nicht mehr. Die hatte mir ja entrissen, sozusagen. Oh, fein. Bring das nächste explosive Teil zu mir. Na gut, mache ich. Kein Thema. So, es wird auf Deutsch. Das heißt, wir können wieder nur noch plaudern. Nee, die hat die mir nämlich weggenommen, siehst du? What? Wo habe ich das denn herbekommen? Also, hundertprozentig habe ich das als Belohnung für irgendeine Quest bekommen, aber... Krass! Das ist geil. So, jetzt haben wir noch einmal Tisch. Und ich würde gerne noch mal kurz zu einer gehen. Wobei wir das jetzt nicht unbedingt... ja, ihr müsst jetzt nicht unbedingt dabei sein. Ask around... Ach so, Moment, wir müssen noch weiterfragen. Moment, wir müssen noch weiterfragen. Jetzt wollte ich gerade schon die Folge beenden. Und habe gerade festgestellt, dass da steht, dass ich immer noch weiterfragen soll. Ich dachte jetzt, damit wäre jetzt die Sache erledigt, weil sie halt eben die Person ja kannte. Ach so, Moment. Erstmal du. It's a great day for farming. So,
So, einmal mit dir plaudern. Du weißt nichts. Oh, ich habe Kartoffeln bekommen. Dankeschön. Die kann ich gut verkaufen. Ja, oder halt eben was davon machen. Okay, mit dir kann ich auch nur plaudern. Hatten die nicht sogar gesagt, ich soll mit Leuten aus dem Dorf plaudern? Also nicht plaudern, danach fragen, meine ich. Weil dann kann das natürlich sein... Hallo? Bleibst du mal nicht stehen, sondern läufst weiter hier? Dann kann das natürlich sein, dass die jetzt nicht gemeint sind, weil die sich so normalerweise nicht direkt im Dorf befinden. Ja, mit wem können wir denn da noch reden? Also mit einem Bürgermeister könnte ich mir noch vorstellen, weil der oder halt seine Frau oder so, die wissen da bestimmt irgendwas drüber. Beziehungsweise die kennen natürlich auch die Personen, die hier wohnen und mal gewohnt haben. Wobei, ist der zu Hause? Natürlich wie immer nicht, weil er könnte mir vielleicht auch weiterhelfen. Weil er mir, glaube ich, doch ganz am Anfang das Grundstück gegeben hat. Ne? Oder kam das direkt hier vom Bürgermeister? Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Mit ihr kann ich auf jeden Fall nur plaudern. Ja gut, sie ist wahrscheinlich auch noch zu jung dafür. Schauen wir mal hier oben weiter. Da ist keiner drin. Da auch nicht. Wer hat bei mir gewohnt? Oh, Florentine. If you consider illegal... Okay, also anscheinend wussten alle darüber Bescheid, dass die da illegale magische Dinge hat. Können wir irgendwas darüber herausfinden? Nein. Wir? Nein. Du? Warum nicht? The secret phrase... Zeit to the spell. Mach es nur leise, ja, ja. Okay. Okay. What was his name? Ja, das weiß ich ja nicht. This chat was as important as I thought it would be. Puh. Das ist schon etwas komplizierter. Weil man ja auch nie weiß, wer einem da helfen kann und wer nicht. Moment, da kommt der Typ gerade. Kam der nicht gerade von hier? Läuft der da oben rum? Ja. Kannst du mir vielleicht helfen? Ach, er hat schon wieder sein Sandwich verloren. Na super. Erstmal plaudern. So. Maybe to ask someone. Lake Esche. Ja, Esche habe ich schon gefragt. Die kann mir leider nicht weiterhelfen. Wobei sie mir einen Tipp gegeben hat, aber... Ach, jetzt ist er da. Moment, da können wir dann doch nochmal... Nochmal nachschauen. Sie ist immer noch nicht da, ne? Nee. Ah, ist das heute wieder kompliziert, jemanden zu finden. Jetzt sag mir bitte nicht, dass der jetzt... Hä? Ist der in seinem Zimmer? Nee. Was hast denn du da vor? Vor allen Dingen ist das hier das Gästezimmer, oder nicht? So, jonglieren... Ich glaube, das hatten wir schon mal. So, I found a magic bomb. Ja, das sollte ich vielleicht nicht jedem sagen. Du musst über Florentine sprechen. Er hat kleine Dinge gesammelt. Aber es brought the Pellcat down with him too. Ah, den... Ich wollte gerade sagen, Zeki könnte ich vielleicht nochmal drauf ansprechen. Ja. One-Eyed Jeremy. Was seltsam war, weil er immer noch zwei Augen hatte. Okay.
Ja, Zeki kam mir nämlich auch gerade in den Sinn. Ach, dann würde ich sagen, dass wir da auch nochmal hingehen, aber mit ihm auch nochmal kurz plaudern. Können wir nicht. Okay. Dann hat er das von heute Nacht noch registriert. Zeki, ich... Moment. See if what you learned can help Gina. Ach so, nicht mit Zeki nochmal sprechen. Okay. Also ich verstehe es jetzt so, dass wir jetzt nochmal mit Gina sprechen sollen. Dann gehe ich jetzt nochmal zu der zurück. Ah ja, doch, hier hat sie jetzt das Ding drauf. Wenn ich jetzt aber auf der Karte gucke, hat sie nicht so ein Fähnchen drauf. Naja, egal. Wobei der Ashura, oder wie heißt er? Der hatte ja vorhin auch so ein Häkchen dran, dass ich noch was machen konnte. Und er hatte ja nichts mehr für mich. Also das ist irgendwie ein bisschen verbuggt scheinbar im Moment. Aber solange noch alles funktioniert und man nur hin und her rennen muss, ist trotzdem alles okay. Achso, da könnte man nochmal kurz anhalten. Um zu gucken, ob sich da noch irgendwas anderes tut eventuell. Nee, da ist das Ding jetzt komplett weg. Na gut. Dann nicht. Dann geht's halt weiter zu Gina. Und die theoretischerweise auch da drin hätte sein können. Aber offenbar hier noch ist. Gina, ich habe ein paar neue Informationen. Wieder mal alles auf Englisch. Das heißt, ich verstehe immer nur die Hälfte. First Pit. Ich weiß es, was auch immer ich weiß. I trust you, I think. Das ist gut. Say it out loud now. One-Eyed Jeremy, genau. I'm going to keep the key, just in case. Ja, es war so klar. Finding a less explosive. Tja, man weiß es nicht. Aber gut, dann haben wir das zumindest auch abgeschlossen. Oh, das hat jetzt lang gedauert. Und das war ein Chaos, hin und her zu laufen. Aber gut, wir haben zumindest herausgefunden, mit wem wir reden müssen. Und haben soweit auch alles hinbekommen. Dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Und ich glaube, ja, Tisch hatte ich noch eine Quest mit. Und bevor ich das Ganze dann starte, rede ich dann nochmal kurz mit einer, wobei ich nicht glaube, dass ich da jetzt eine neue Quest kriege. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann! Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.